Wie viele Menschen leiden Not, sie haben nicht einmal ein Stücklein Brot. Wie viele Menschen leiden Not, macht ihr sie satt, so will es euer Gott. Liebt einander, helft einander, teilt miteinander euer Brot. Liebt einander, helft einander, ich bin bei euch in jeder Not. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, der Herr, dessen Herz weit offen steht für uns, er sei mit euch. Geschätzte Gläubige, liebe Kinder, die ihr da seid, diese große Gruppe der Erstkommunionkinder und unsere treuen Viertklasser, liebe Senioren, wir haben uns versammelt, um heute mit der Kirche die heilige Margareta Maria Alacoque zu feiern. Sie hat in Frankreich im Paray-le-Monial gelebt. Mit 8 Jahren verlor sie ihren Vater und nach entbehrungsreichen Jahren trat sie 24-jährig in das Kloster der Heimsuchung ein. Damals war das gar nicht so einfach, da musste man eine Mitgift mitbringen. Es war um das Jahr 1650-70 herum, aber sie hatte nichts. Nur die Oberin hat verstanden, sie hat zu ihr gesagt, geh in die Kapelle und frag, was der Herr dazu sagt, wenn du hier eintreten willst bei uns. Und sie ist gegangen und kam zurück mit der Antwort, es ist ihm recht. Und dann hat sie sie aufgenommen und diese Margareta Maria Alacoque wurde dann die große Apostelin der Herz-Jesu-Verehrung. Sie durfte Jesus mehrmal in Visionen sehen, auf dem Bild, das wir auch kennen, das brennende Herz, sichtbar vor der Brust. Was bedeutet es? Spüren wir hinein, was mit unserem Herzen gerade ist, unsere Aufmerksamkeit schon da ist bei Jesus, bei Gott. Dieses brennende Herz, das sie gesehen hat, das heißt, du bist umgeben von der Liebe Gottes, Mensch, und öffne dich dafür. Sie hat dann die Botschaft gehabt, die Herz-Jesu-Freitage in der Kirche zu verbreiten, das Herz-Jesu-Fest, dass das gefeiert wird. Wer schon einmal dort war in diesem Kloster, wird beeindruckt sein. Man geht hinein und ist in einer Atmosphäre der Liebe, die unglaublich ist. Ja, das sollte auch uns geschenkt sein, dass in unserem Haus, in unserer Kirche diese Atmosphäre des Herzen Jesus, des liebenden Herzens da ist. Da wollen wir jetzt eintreten, da wollen wir jetzt unser Herz dafür öffnen. Herr Jesus Christus, dein Herz durchbohrt für uns, Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Herr Jesus Christus, hingegeben für uns Menschen, Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Herr Jesus Christus, reich für alle, die sich dir zuwenden, Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser, erlasse uns die Sünde nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Lasset uns beten. Barmherziger Gott, du hast die heilige Margareta Maria Alacoque die Liebe deines Sohnes schauen lassen, die alles Begreifen übersteigt. Schenke auch uns deinen Geist, damit wir die Größe deines Erbarmens erkennen und am Reichtum deines göttlichen Lebens teilhaben. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Epheser. Brüder, ich beuge meine Knie vor dem Vater, nach dessen Namen jedes Geschlecht im Himmel und auf der Erde benannt wird, und bitte, er möge euch aufgrund des Reichtums seiner Herrlichkeit schenken, dass ihr in eurem Innern durch seinen Geist an Kraft und Stärke zunimmt. Durch den Glauben wohne Christus in eurem Herzen. In der Liebe verwurzelt und auf sie gegründet, sollt ihr zusammen mit allen Heiligen dazu fähig sein, die Länge und Breite, die Höhe und Tiefe zu ermessen und die Liebe Christi zu verstehen, die alle Erkenntnis übersteigt. So werdet ihr mehr und mehr von der ganzen Fülle Gottes erfüllt. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Liebt einander, helft einander, teilt miteinander euer Brot. Liebt einander, helft einander, ich bin bei euch in jeder Not. Wie viele Menschen sind allein, man will sie nicht und keiner lädt sie ein. Wie viele Menschen sind allein, du könntest ihnen Freund und Bruder sein. Liebt einander, helft einander, teilt miteinander euer Brot. Liebt einander, helft einander, ich bin bei euch in jeder Not. Halleluja, 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 halleluja. Sei gepriesen, Herr, Vater des Himmels und der Erde. Du hast die Geheimnisse des Reiches den Unmündigen offenbart. Halleluja, halleluja, halleluja. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit sprach Jesus: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du all das den Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen aber offenbart hast. Ja, Vater, so hat es dir gefallen. Mir ist von meinem Vater alles übergeben worden. Niemand kennt den Sohn, nur der Vater. Und niemand kennt den Vater, nur der Sohn und der, dem es der Sohn offenbaren will. Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele, denn mein Joch drückt nicht und meine Last ist leicht. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Kinder, habt ihr ein bisschen aufgepasst bei der Jesusgeschichte? Wir sind ja hier in der Jesus-Schule. Zwei Punkte sind heute drinnen. Das erste, durch wen wir den unsichtbaren Gott kennenlernen können. Wer Gott kennt. Sind ja gerade Glaubenstage bei uns im Dekanat. Und die Klosterschwester, die da von Indien gekommen ist, weil sie Jesus so tief erlebt hat, war übrigens die ersten Schwestern, die herübergekommen sind in den
60er Jahren, Ende der 60er Jahre, und die jetzt so einen Auftrag bekommen hat, in aller Welt, in allen 5 Kontinenten von unserem schönen Glauben Zeugnis zu geben, die hat das sehr schön gesagt. Gott hat seine Liebe in unserer Welt dadurch gezeigt, der unsichtbare Gott, dass er seinen Sohn gesandt hat. Also nur wer den Sohn kennenlernt, lernt die ganze Liebe Gottes kennen. Niemand kennt den Vater, nur der Sohn, so hat es Jesus gesagt. Und wir wissen schon, das ist der Sohn Gottes. Das ist der, der Mensch geworden ist, um uns zu zeigen, wie Gott wirklich ist. Darum heißen wir ja auch Christen, weil wir uns an ihm orientieren und an keinem sonst. Er zeigt uns Gott. Und da jubelt er dabei, denn Gott ist wunderbar. Der Paulus hat es dann beschrieben. Keiner kann die Größe, die Tiefe, die Weite, die Höhe von diesem Gott und seiner Liebe ausmessen. Wir Christen, wir müssten eigentlich vor Freude jeden Tag Purzelbäume schlagen, wenn es noch geht. Innerlich geht es bis zum hohen Alter. Wer Gott kennenlernen will, der muss sich an Jesus halten. Und das Zweite, was er uns heute gelernt hat, was tun wir, wenn es uns schwer ist im Leben, wenn wir Lasten zum Tragen haben? Das hat die Schwester auch gut gesagt. Kreuz hat ja jeder im Leben, das kommt von der Welt. Aber es kann man mit Jammern tragen, dann wird es sehr anstrengend und ist nicht schön. Oder man lernt als Jesus-Jünger, das Kreuz anzunehmen. Hat er ja gesagt, wer mein Jünger sein will, der nimmt sein Kreuz auf sich. Anzunehmen, zu wissen, aha, ich darf mittragen. Gott mutet mir zu, bittet mich darum, dass ich mittrage beim Erlösungskreuz. Dass ich meine Schmerzen genauso aufopfere wie er. Dass ich genauso wie er liebevoll bleibe, wenn die anderen böse sind zu mir. Und auf die Weise die Herzen verändere. Dass wir da Kraft haben dazu, hat uns Jesus heute gesagt, kommt zu mir. Mit mir wird eure Last leicht. Wenn ich beim Kreuztragen Jesus vor Augen habe und ihn bitte um seine Hilfe, dann wird sie da sein. Leicht, hat er gesagt, wird es das Leben mit ihm. Welch zwei schöne Dinge, die wir heute mitbekommen. Gut, dass wir da sind. Wir wollen hineingehen in diesen Tag mit der Freude an der Liebe Gottes, die wir in Jesus sehen dürfen, und mit der Kraft, mit ihm gemeinsam mitzuhelfen an der Wandlung der Welt zum Guten. Amen. Bringen wir jetzt unsere Bitten vor Gott. Christus ist unser Leben, ihm vertrauen wir. Mache die Kirche zu einer Heimstatt für alle Verzweifelten und Suchenden. Wir bitten dich, erhöre uns. Führe die Welt aus Gottes Ferne unserer Tage zurück in die Geborgenheit deiner Liebe. Wir bitten dich, erhöre uns. Vergiss nicht die tägliche Not der Menschen. Gewähre allen, was sie zum Leben brauchen. Wir bitten dich, erhöre uns. Tröste die Sterbenden in ihrer Angst und schenke auch uns eine gute Sterbestunde. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir wollen auch die heutige Messintention mit einschließen. Anna Diesenreiter für verstorbene Mutter und der Käferböck-Familie für beiderseits verstorbene Eltern, Geschwister und Verwandtschaft. Wir bitten dich, erhöre uns. Gott, sieh auf das Herz deines Sohnes, der sich für uns hingegeben hat, und höre auf unsere Bitten durch ihn, Christus, unseren Herrn. Amen. Liebt
einander, helft einander, teilt miteinander eure Not. Liebt einander, helft einander, ich bin bei euch in jeder Not. Wie viele Menschen haben Streit, sind böse wegen jeder Kleinigkeit. Wie viele Menschen haben Streit, weil einer dem anderen nicht verzeiht. Liebt einander, helft einander, teilt miteinander euer Brot. Liebt einander, helft einander, ich bin bei euch in jeder Not. Herr, wir kommen zu dir mit reumütigem Herzen und demütigem Sinn. Nimm uns an und gib, dass unser Opfer dir wohlgefalle. Herr, wasch ab meine Schuld und meinen Sünden, mach mich rein. Lasset uns beten. Herr, unser Gott, nimm unsere Gaben an, die wir dir am Gedenktag der heiligen Margarete Maria Alacoque weihen. Schenke uns durch dieses Opfer deines Sohnes die Beständigkeit in der Liebe zu dir. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Herr, sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist in Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken und in den Heiligen deine Gnade zu rühmen. Inmitten der Kirche berufst du Menschen, sich Christus zu weihen, um mit ganzer Hingabe das Himmelreich zu suchen. In ihnen offenbarst du deinen Ratschluss, uns Menschen die ursprüngliche Heiligkeit neu zu schenken und uns schon jetzt mit Freude an den Gütern der kommenden Welt zu erfüllen, durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn preisen dich Himmel und Erde, Engel und Menschen und singen wie aus einem Munde das Lob deiner Herrlichkeit. Heilig, 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 Gott, Herr aller Mächte und Gewalten, erfüllt sind Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit. O Hosanna in der Höhe, hochgelobt sei der, da kommt im Namen des Herrn. O Hosanna in der Höhe. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit, darum bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Machen ein großes Kreuzzeichen. Jesus gibt sein Leben am Kreuz. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden.
tut dies zu meinem Gedächtnis. Jesus vergießt sein Blut für uns am Kreuz. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Ludwig und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem seligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes macht. So können wir beten, wie Jesus uns beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, unser Gott, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deiner barmherzigen Liebe, die wir in deinem menschgewordenen Sohn schauen, und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der auferstandene Jesus trat in die Mitte seiner Jünger mit verklärten Wunden und sprach den Friedensgruß. So bitten wir ihn, der jetzt mitten unter uns ist in der heiligen Kommunion. Herr Jesus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenk ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Dieser Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geist. Gebt euch ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Sehen wir, wie Jesus
Jesus sein Leben gibt. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt. Erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt. Erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt. Gib uns deinen Frieden. Seht, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Kommt alle zu mir, an meinem Herzen werdet ihr Ruhe finden. Hineingenommen, dieses Feuerherd der Liebe Gottes, wollen wir mit den Kindern singen. Wer Jesus sieht, der sieht Gott. Wir haben schon gelernt, das Lied, hast du den Mann aus Nazareth gesehen? Die Großen zeigen es uns vor.
Hast du den Mann aus Nazareth gesehen, der wollte hier vorübergehen und dich besuchen kommen, Jesus? Hast du den Mann aus Nazareth gesehen, der wollte hier vorübergehen und dich besuchen kommen, Jesus? Ja, er klopft an deine Herzenstür, will eingeladen sein, will Gemeinschaft mit dir haben, mit dir teilen Brot und Wein. Ja, er wünscht, die Tür wär offen und dein Herz wär bereit für das neue Leben mit Jesus. Lasst uns beten. Großer Gott, der Empfang des Leibes und Blutes Jesu Christi, lenke unseren Sinn von den vergänglichen Dingen auf das, was bleibt. Gib, dass wir nach dem Beispiel der heiligen Margareta Maria Alacoque in aufrichtiger Liebe unsere Lebensaufgabe erfüllen und zur Anschauung deiner Herrlichkeit gelangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Ich danke euch für euer Kommen, Mitfeiern, Vorbild und bitte euch, mehr zu bringen. Keiner soll das übersehen, was uns Gott zeigt. In Jesus. Der Herr sei mit euch. Es segne euch und alle, die zu euch gehören, der dreieine Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Geht in seinem Frieden. Amen.